Einen recht schönen guten Tag, Berliner Bürger, an den sowieso. Sollten Sie nicht der Geschäftsherr sein, fordere ich Sie um Auskunft, wer dies ist, und bitte das Schreiben an den Geschäftsherrn dieses Gerichts weiterzuleiten. Es eilt. Sehr ehrter Geschäftsherr, das Gericht sowieso Berlin. Eine sogenannte Verordnung, eher psychische Folter an den Menschen, die in Berlin leben. Die sogenannte Verordnung, 4. August 2021, sollten wohl nur einem Ziel dienen, die Urbürgerschaft der Berliner auszurotten, oder nicht? Der Inhalt all dieser Maßnahmen bedarf einer Klärung. Darf dieses Ansinnen so interpretiert werden, dass die Anwendung von Faustrecht Sonntag, 1.8.2021 durch die Polizei wohl ein Toter, ein Schwerverletzter unter den Linden am freien Weg gehindert wurde, indem die Polizei ihm gewalttätig Bekanntschaft mit einer Glasscheibe machte. Den Politikern, ja, dass die Anwendung von Faustrecht den Politikern, deren öffentlichen Vorschriften gerecht wird, der Stadt Berlin, in und über Berlin. Zur Erklärung des Sachverhalts sollte Folgendes dienen. Ich zitiere, Lügen haben kurze Beine. Stimmt nicht, meint der Soziologe Armin Nasehi. In der Politik sei die Lüge vielmehr ein erfolgsversprechendes Machtinstrument. Das ist schwer zu finden, liebe Leute, was Politiker heißt. Mir hat niemand gesagt, Politiker heißt Lügner. Das Einzige, also aus dem Latein oder aus dem Englisch, keine Ahnung. Das Einzige, was dagegen helfe, seien parlamentarische Kontrolle und Gewaltenteilung. Aus, dann nenne ich Deutschlandfunkkultur, ja, nenne ich diese Internetseite. Es sei der Hinweis auf die strafrechtliche Relevanz derer Handlung erlaubt, ohne selbstverständlich in ihre hoheitlichen Rechte eingreifen zu wollen. Nun beweisen Sie, dass die Gewaltenteilung in Berlin nicht aufgehoben ist. Wie, ich gebe Ihnen zur sachlichen Diskussion gerne eine Kopie zum YouTube-Film. Mikroben sind nichts, das Milieu ist alles. Und dann die YouTube-Seite. Sicherlich besteht ja ein Missverständnis, dass entsprechend juristische Firmen in Berlin bei all diesen Fakten Untätigkeit im Dienst üben? Fragezeichen. Sicherlich nur ein Missverständnis. Daher fordere ich Sie zur Aufklärung, zu prüfen von Verbrechen gegen die Berliner Bürgerschaft, dies in schriftlicher Form zu beantworten. Dies im Interesse einer Lösung nach preußischem Staatsrecht. Ja? 1973 hat Jutta Limmer gesagt, Deutsche Reich von 1871, das ist Königreich, es existiert noch, aber wegen fehlender Organisation liegt es dann nieder. So, nach preußischem Staatsrecht, wie der bürgerliche Tod ist ausgeschlossen. Ja? Hiermit weise ich Sie an, die Fakten, ja, Bürgermeister im Amt, es gibt nur Bürgermeister im Dienst, nicht? Die Fakten des beigelegten Zettels sprechen für sich. Ein Impfen von Kindern, lese ich dann noch vor, von Kindern ab 12 Jahren, auch aus sonst welchem Alter der Kinder, bedeutet Mord und Sterilität und Unfruchtbarkeit. Gleichbedeutend Auslöschung der Gemeinde Berlins, seiner Urbevölkerung. Oder würden Sie dem Berliner Bürger antworten, was denn sonst? Also weise ich zum Schutz der Urbevölkerung von Berlin an, dass das Verwaltungsgericht für die Bürger Berlins und deren Besucher alle sogenannten Corona-Maßnahmen zu erwähnen sind. An den US-Gesandten, soweit ich weiß, derzeit ein Militär, ergeht im Verteiler eine Kopie, der eindeutig im Kriegsrecht befohlen hat, keine Gesetze oder sonst irgendetwas zu erlassen. Da Berlin seines Flughafens bewusst in dieser Sache beraubt wurde, Tegel, ja, sollten Sie auch die Einreise über Brandenburg, Berlin-Schönefeld sich, es eilt dick geschrieben, Gedanken machen, dass der Berliner Bürger nicht dort bei Einreise und Ausreise durch Nötigung zu Schaden kommt. So, nun komme ich nochmal zurück. Jedoch Mord durch DNA-Impfung an Kindern oder deren Verkrüppelung wichtiger Funktionen des Lebens, was gleichbedeutend von Genozid ist. Krieg gegen die Zivilbevölkerung lässt wohl die Haager Landkriegsordnung nicht zu. Selbes gilt auch für alle Altersklassen der Berliner Bevölkerung. Hochachtungsvoll unter meinem Namen. Anlagen, schwere tödliche Nebenwirkungen. Dann werden wir den mal vorholen, den Zettel. Ja. Ich habe das noch zu meiner Sicherheit abgelichtet und das wird noch vorher verteilt. Schwere tödliche Nebenwirkungen. Oben sind etliche Totenköpfe auf dem Zettel.
Das Corona-19-Genimpfstoff von Pfizer, Moderna, Bill Gates etc. Hände weg und verbieten. Aus Dokumenten enthüllen mögliche Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs. Und das ist ein Zettel, der erstellt wurde am 8.12.2020. Wer weiß, was jetzt schon alles zusammengestellt werden kann. Das sage ich jetzt dazu. Übersetzung: Guillain-Barré-Syndrom, Enzephalitis, eventuell dann neben drei Totenköpfe. Dann nächste: Entzündung von Hirn und Rückenmark. Ach, das gehört dazu. Rückenmarksentzündung, Hirnnetz, Rückenmarknetzentzündung von Hirn und Rückenmark, Hirn, Hirnhaut, Netz, Hirnhaut, keine Ahnung. Hirnhauterkrankung, Krämpfe und Anfälle. So, nächste, wo wieder eventuell drei Totenköpfe daneben stehen. Herzschlag, Hirnschlag. Dann Schlaflosigkeit und Verlust des Muskeltonus. Kataplexie. Allergien durch das Immunsystem. Herzinfarkt, wieder drei Totenköpfe daneben. Herzmuskelentzündung, wieder drei Totenköpfe daneben. Autoimmunerkrankung, wieder eventuell drei Totenköpfe daneben. Todesfolge, Mord durch Impfung, drei Totenköpfe daneben. Totgeburt, Mord durch Ungeborenen, drei Totenköpfe daneben. Weitere ZNS-Schäden mit Demi, blablabla, Zerstörung, irgendwas der Myelinscheiden. Allergische Reaktionen, die nicht vom Immunsystem ausgehen. Ja, wieder in Klammern noch ein lateinischer Begriff. Mangel an Blutplättchen, Thrombose, Thrombozytopenie, verbreitete Blutgerinnsel, drei Totenköpfe daneben, Blutgerinnsel in den Venen, drei Totenköpfe daneben, Arthritis und Gelenkschmerzen, Kawasaki-Krankheit, Multi-Entzündung bei Kindern. Der Impfstoff kann andere Krankheiten verstärken und so Mord an der Person provozieren. Und dann wieder so Schlussfolgerung: Der Impfung mit Moderna und Bill Gates gegen Corona ist kriminell gefährlich und muss verboten werden. Es stehen genügend andere Impfungen zur Verfügung, wie Sputnik aus Russland. Naturmedizin stärkt das Immunsystem gegen jede Grippe. Ja, nicht umsonst habe ich eine Heilpraktikerschule besucht, weil ich einfach wissen wollte, warum ich mit einem Kräuterbuch jedem helfen konnte. So, und dann, was ich ja auch schon seit Jahren favorisiere: A, mit der Blutgruppenernährung, B, mit Knoblauch, Ingwer, Rettich, Zitrone, Grappenfüll, Pfefferminze, Eukalyptus, Olive, rohe Zwiebeln, C, bei Lungenschmerzen, Natronwasser und Apfelessig, weiß ich nicht, was das ist, nüchtern einnehmen, 30 Minuten warten bis zum nächsten Getränk, 2 Monate lang machen, als Prävention 2-mal pro Woche einnehmen. Michael, also ich habe das jetzt alle zitiert, Michael Palomino, 10.12.2020, www.med-etc.com, Geschichte, Soziologie, Naturmedizin. So, rettet eure Kinder, bevor sie selber keine Familie mehr haben können, wenn sie nicht an diesen Verbrechen versterben vorher.